Freunde, ich mag Zeitreisen. Also jetzt nicht persönlich, zumindest ist mir bislang keine gelungen, aber ich mag Zeitreisen in der Popkultur. Ich liebe Serien wie zum Beispiel Dark auf Netflix, ich mag Filme wie Butterfly Effect und wenn wir über Zeitreisen reden, ja, dann darf ein ganz wichtiger, legendärer Film natürlich nicht fehlen, Zurück in die Zukunft. 1985 ist dieser Film auf die Kinoleinwände gekommen und genießt seither absoluten Kultstatus. Kaum ein anderer Science-Fiction-Film hat so viele Fans und im Gegensatz zu anderen Science-Fiction-Filmen wurde Zurück in die Zukunft inzwischen ja auch von der Realität eingeholt. Im zweiten Teil der Reihe sieht man bekanntermaßen eine fiktive Version des Jahres 2015. Gedreht wurde dieser Film damals in und um Los Angeles und heute wird es Zeit, mal zu gucken, ob wir diese Drehorte wiederfinden und wie sie sich in den vergangenen 37 Jahren verändert haben. Zeit für eine neue Filmsafari. Hi, ich bin Matthias und auf meinem YouTube-Kanal zeige ich euch regelmäßig die Drehorte bekannter Filme und Serien. Wenn euch gefällt, was ihr seht, dann abonniert gerne meinen Kanal. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert mich bei Patreon oder werdet Kanalmitglied hier auf YouTube. Dann bekommt ihr exklusive Inhalte und neue Videos vor allen anderen. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem neuen Video. Ja, ich bin angekommen an meinem ersten Drehort, was ganz zufälligerweise auch die erste Szene aus dem Film Zurück in die Zukunft ist. Und zwar könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, ganz am Anfang des Films besucht ja Marty den Doc in seiner komischen Rumpelkammer, trifft ihn dort aber dann nicht an und fährt dann mit dem Skateboard davon. In dieser Szene ist auch ein Burger King zu sehen und genau den habe ich gefunden. Es müsste genau der da sein. Schauen wir mal, ob wir die Szenen finden. Ja, und wir gucken uns diese Szene genauso chronologisch an wie auch im Film. Wir beginnen nicht mit dem Burger King, wir beginnen natürlich mit Marty, wie er mit seinem Skateboard aus der Rumpelkammer, also aus der Garage von Doc Brown herauskommt. Und diese Szene ist schon aus vielerlei Hinsicht total interessant, denn diese Garage von Doc Brown, die gibt es tatsächlich, da kommen wir später nochmal zu, im Jahr 1955 an völlig anderer Stelle, aber hier an diesem Burger King ist in der Realität keine Garage, wie ihr hier seht. Hier wurde einfach nur so eine Kulisse aufgebaut für den Film, der hier in dieser Szene im Jahr 1985 spielt. Wir sehen auch noch ganz genau, wo diese Hütte aufgebaut ist, nämlich zwischen dieser Einfahrt, die hinten auf den Parkplatz führt. Ne? Schaut mal links, da sind diese Parkbuchten zu sehen, die sind auch heute noch da, die gehören zum Burger King Parkplatz. Dahinter kommt dann so eine Einfahrt, die auf einen weiteren großen Parkplatz von dieser Firma da hinten führt. Und wenn wir uns auch die Filmszene nochmal angucken, rechts oben sehen wir, dass offenbar diese Firma auch damals schon da gewesen ist. Da ist ein großes Gebäude im Hintergrund zu sehen, was auch heute noch da ist. Wir sehen in der Realität, auch auf der rechten Seite ist auch so ein kleiner Schuppen oder was. Da wird offenbar irgendwas aufbewahrt, gehe ich mal stark von aus. Wir sehen sogar auf der linken Seite noch diesen Strommast, den man auch im Film sehen kann. Und auch dieser merkwürdige, ich weiß gar nicht, ja, dieser merkwürdige Asphalt des Parkplatzes. Ne? Schaut mal da, da ist so eine längliche Querlinie, die sich da durchzieht. Warum auch immer, ist das irgendwie für Abwasser, damit das Wasser besser abfließt oder irgendwie sowas. Es sieht sehr merkwürdig aus jedenfalls. Ja, der war auch damals im Film schon genau so zu sehen. Also hat sich eigentlich, bis auf die Hütte, gar nicht so viel verändert. Marty steigt auf sein Skateboard und fährt dann einmal quer über den Parkplatz und das wurde von hier gefilmt. Wir sehen, ja, rechts sind diese Parkbuchten zu sehen, die man auch im Film sieht, inzwischen ein kleines bisschen abgeblättert. Diese kleine Hütte, sieht man auch hier, war damals auf der rechten Seite offenbar noch nicht da. Das große Gebäude hinten war aber schon da und hier sehen wir jetzt auch in der Realität, was es denn heute ist, nämlich ein Möbelhaus ganz offenbar. Da steht Home Accessoires oder sowas drauf. Damals, vor 37 Jahren, hatte es noch oben so einen rot-gelben
Anstrich. Hier sehen wir Marty, wie er gekonnt vom Parkplatz auf den Bürgersteig einbiegt, um sich dann an diesen blauen Pickup-Truck dran zu hängen. Und hier in dieser Szene sehen wir ganz gut, dass sich der Burger King selbst ein kleines bisschen verändert hat. Der hat inzwischen so einen Vorbau bekommen. Das Gebäude scheint immer noch exakt dasselbe zu sein, wenn auch die Fassade heute ein bisschen anders aussieht. Aber an der Frontseite dieses Burger King Restaurants ist heute so ein eckiger Vorbau zu sehen. Der war damals vor 37 Jahren auf jeden Fall noch nicht da. Früher gab es hier auf der rechten Seite auf dem Gehweg auch noch keinen Baum. Der ist neu. Die Geschäfte im Hintergrund haben sich offenbar geändert über die Jahre. Das Burger King Schild hat sich auch ein kleines bisschen geändert über die Jahre. Kleiner Fun Fact übrigens an dieser Stelle. Bei allen Fast Food Restaurants in den USA gibt es keinen Drive-In, wie in Deutschland, sondern einen Drive-Through. Darauf hat man in Deutschland selbstverständlich verzichtet, weil kein Mensch Drive-Through aussprechen kann. Wir springen 2 Frames weiter und haben dann einen Blick in diese Straße hinein. Auf der rechten Seite sehen wir, offenbar hat sich die Anzahl der Strommasten über die Jahre irgendwie reduziert, oder? Sieht zumindest so aus, als wäre da nur noch jeder zweite Strommast irgendwie übrig geblieben. Und ansonsten sehen wir auf der rechten Seite so ein längliches, backsteinartiges Gebäude. Das hat offenbar auch damals schon existiert und ist auch heute noch da. Und das ist die letzte Szene, die wir uns von diesem Ort angucken werden. Hier sehen wir auch nochmal auf der rechten Seite dieses Gebäude. Das hieß früher Printing. Heute sind dort die F22 Studios offensichtlich. Auf der linken Seite sehen wir nochmal, ja, die Geschäfte, die dort früher waren, die sind heute dort größtenteils nicht mehr. Da sind neue reingekommen oder alte rausgeflogen, wie man es nimmt. Toys R Us zum Beispiel ist da heute offenbar nicht mehr. Was da übrigens ist, was ich irgendwie total interessant fand, Aldi gibt es dort auf diesem Parkplatz. Ich wusste gar nicht, dass Aldi auch in den USA aktiv ist. Hättet ihr das gewusst? Ich nicht. Und ich würde sagen, jetzt haben wir uns genug an diesem Ort aufgehalten. Ich würde sagen, es ist Zeit, zum nächsten Drehort weiterzuziehen. Rechts abbiegen auf Roslyn Daymay Avenue, dann befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Bevor wir weitermachen mit dem nächsten Drehort, wird es zunächst einmal Zeit, euch ein kleines bisschen zu enttäuschen. Ja, so ist das Leben manchmal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr dieses Video auch deshalb angeklickt habt, weil ihr ganz gerne Hill Valley sehen möchtet. Also dieses fiktive Dorf, was in dem Film Zurück in die Zukunft eine sehr große Rolle spielt. Da, wo Marty ständig mit seinem Skateboard durch die Gegend fährt. Da, wo sich auch zum Beispiel die Turmuhr befindet, wo der Blitz einschlägt. Also alle großen Schlüsselszenen dieses Films wurden quasi in Hill Valley, in diesem fiktiven Dorf, gedreht. Das Problem ist, auch der Drehort an sich ist fiktiv. Ist das ein korrekter Satz? Ja, in Wirklichkeit existiert dieser Drehort gar nicht. Es handelt sich dabei um eine Studiokulisse, die in den Universal Studios steht. Ja, die steht da heute immer noch. Also wenn ihr einen Ausflug dahin machen wollt und so eine geführte Studiotour machen wollt, dann könnt ihr immer noch dort den Drehort von Zurück in die Zukunft sehen. Da wurden auch ganz viele andere Filme gefilmt. Das ist quasi so, so eine eigene kleine fiktive Stadt, die dort aufgebaut worden ist. Ich habe mich heute allerdings dagegen entschieden, das zu besuchen. Ich glaube, das wäre einfach ja, ein Thema für ein ganz eigenes Video, mal so eine Studiotour irgendwo zu machen. Ich beschränke mich heute einzig und allein auf die Orte, die man auch wirklich im öffentlich zugänglichen Raum sich angucken kann. Und der nächste, der befindet sich hier in dieser Straße und der ist mindestens genauso wichtig wie Hill Valley, nämlich das Wohnhaus von Marty und seiner Familie. Ja, ich hoffe, ihr seid bereit für den großen Moment. Das ist das Haus von Marty und seiner Familie. Wie wir es im Film zum allerersten Mal sehen, der Abschleppwagen steht vor der Tür, weil ja bekanntlich Biff das Auto kaputt gefahren hat. Genau, und so sieht das Ganze in der Realität aus. Das ist das berühmte Haus von Marty McFly. Und wir sehen schon, es hat sich ein bisschen was am Anstrich getan. Früher war das so rot gestrichen. Sieht fast so ein bisschen aus wie so ein kleines Schwedenhäuschen. Irgendwie. Ja, sieht zumindest in der Szene ziemlich rot aus. Ist wohl heute nicht mehr so. Heute ist es eher gelblich-braun gestrichen. Wir sehen aber, dass sich die Struktur dieses Hauses praktisch nicht verändert hat. Wir sehen, dass das Haus so ein bisschen
ja, neue Fenster und Türen bekommen hat. Wenn ihr da mal ein bisschen genauer hinguckt, die sehen heute ein bisschen anders aus, als das früher der Fall war. Aber ansonsten hat sich hier am Haus selber nicht großartig was verändert. Und selbst die beiden großen Strommasten stehen immer noch genau an derselben Stelle, wie sie auch im Film gestanden haben. Und sogar der Baum auf der rechten Seite ist noch da, wenngleich er heute sehr viel höher und sehr viel größer ist, als das noch damals der Fall gewesen ist. Ja, der Vorgarten sieht ein kleines bisschen anders aus. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass hier heute praktisch kein Gras wächst. Es ist unfassbar trocken hier in Kalifornien gerade. Das war damals, als sie den Film gedreht haben, wohl ein bisschen anders. Wir werfen einen Blick in die Straße vor dem Haus. Marty kommt mit seinem Skateboard angerast. Und auch hier sehen wir, es hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Das Haus auf der linken Seite ist immer noch genau da, wo es auch vor 37 Jahren stand. Hat auch einen etwas neuen Anstrich bekommen. Die Straße selbst und die Struktur dieser Straße mit dem Bordstein, mit den Bäumen, mit den Parkplätzen an der Seite, ja, hat sich nicht großartig geändert. Und auch hier in dieser Szene sehen wir, dass auf jeden Fall die Bäume alle ein kleines bisschen größer geworden sind, als das noch damals vor 37 Jahren der Fall war. Hier sehen wir dieselbe Straße auch nochmal kurz im Hellen. Das ist eine Szene vom Ende des Films, als der Doc mit seinem DeLorean Marty zu Hause besucht. Ja, hier sehen wir die grüne Natur nochmal in voller Pracht. Und so sieht das hier heute aus. Ja, in dieser Szene wird es dann schon ein kleines bisschen tricky. Hier versperrt uns nämlich der Abschlepper ein kleines bisschen die Sicht auf die Straße. Und in der Realität versperren uns hier ein paar Büsche und Sträucher die Sicht auf dieses Haus da rechts. Ich vermute allerdings, dass das Haus immer noch genau da steht, wo es auch damals gestanden hat. Es ist nur ein kleines bisschen mehr Grün hinzugekommen. Darum sieht das hier heute alles ein kleines bisschen anders aus. Marty hängt cool an der Garagentür. Das können wir jetzt leider nicht im Detail so nachstellen, weil das hier immer noch Privatgelände ist. Aber die Perspektive kriegen wir trotzdem hin. Schaut mal da, das Haus im Hintergrund ist auch heute noch da. Und auch dieses Haus hat einen etwas neuen Anstrich bekommen. Ansonsten sieht aber auch das hier alles noch ziemlich ähnlich aus. Hier haben wir die ganze Chaos-Truppe beisammen und im Hintergrund können wir nochmal einen kleinen Blick in die Straße hineinwerfen. Wir sehen, da sieht man nochmal diesen Gehweg. Ja, und im Film, wirklich, es ist alles wunderbar, wunderschön grün. Davon ist heute leider nichts zu sehen. Es ist wirklich unfassbar vertrocknet. Hier steht der Doc vor einer blauen Garage und auch die ist heute immer noch da. Sie sieht allerdings ein kleines bisschen anders aus. Das Gebäude ist immer noch quietschblau. die Garagentür selber, die im Film aber noch blau ist, die ist heute weiß. Ja, und das ist unsere letzte Szene von diesem geschichtsträchtigen Ort. Der DeLorean fährt in diese Richtung und hebt dann schließlich ab. Das wurde von hier gefilmt und ich würde sagen, wir heben jetzt auch ab. Wobei, das wird schwierig. Wir fahren auf jeden Fall jetzt auch in diese Richtung da. Und zwar zu unserem nächsten Drehort. Von dem einen berühmten Wohnhaus zum nächsten berühmten Wohnhaus. Ich bin angekommen am Haus von Doc Brown, was ja im Film wirklich sehr urig aussieht, wenn man das so nennen kann. Ja, und das ist auch 37 Jahre später noch so in der Realität. Ja, in der Realität ist das hier nicht das Haus von Doc Brown, sondern das sogenannte Gamble House. Das heißt so, weil es 1908 als Zuhause für David B. Gamble erbaut worden ist. Der wiederum war der Sohn von James Gamble und James Gamble wiederum ist der Gründer von Procter & Gamble, ein großes amerikanisches Unternehmen. Heute ist das Gamble House kein Wohnsitz mehr von irgendwelchen reichen Typen. Nein, heute ist es ein historisches Wahrzeichen und kann auch im Rahmen von Führungen besichtigt werden. Also wenn euch das interessiert, hier kann man auf jeden Fall ein bisschen was über Architektur lernen. Ja, und auch damals im Film Zurück in die Zukunft hat dieses Gebäude eine Rolle gespielt. Es stellt den 1955er Wohnsitz dar von Doc Brown, der ja später abbrennt, wie wir im Film erfahren. In Wirklichkeit, wie ihr seht, ist das Haus nicht abgebrannt und es sieht auch immer noch genauso aus wie damals.
Hier sehen wir das Haus nochmal aus einer anderen Perspektive. Auf der rechten Seite haben wir Doc Brown, wie er da durch den Garten rennt. Und ja, wir sehen auch hier, am Haus selbst hat sich nicht viel verändert. Die Botanik drumherum ist ein kleines bisschen anders. Mir scheint, als sei dieser Orangenbaum, ist es ein Orangen- oder Apfelbaum, keine Ahnung, der ist offenbar heute nicht mehr da. Und damals gab es wohl so eine efeubewachsene Mauer vor diesem Haus. Das sieht heute auch ein kleines bisschen anders aus. Und jetzt, liebe Freunde, schließt sich auch der Kreis zum Anfang unseres Videos. Denn jetzt kommen wir zurück zum Schuppen, zur Garage von Doc Brown, die wir ja eben am Burger King nicht gesehen haben. Aber da wir jetzt ja im Film im Jahr 1955 sind, finden wir den Schuppen von Doc Brown direkt neben seinem Anwesen, dem Gamble House, und zwar hier. Interessant, oder? Ja, da hat sich ein kleines bisschen was verändert. Die Garage, der Schuppen, hat nicht mehr diese klassischen Schuppen- oder Garagentore, denn es ist heute ein Bücherladen, wie man unschwer erkennen kann. Es steht nämlich drauf. Und ja, hat heute ganz andere Türen, als das noch damals im Film der Fall gewesen ist. Was wir allerdings sehen, ist das Dach, das hier im Film zu sehen ist, die Baukonstruktion. Ja, das sieht alles immer noch genauso aus wie damals. Hier sehen wir Marty, wie er vor der Einfahrt dieser Garage steht. Und das wurde hier gefilmt. Wie ihr seht, auf der linken Seite gibt es in Wirklichkeit nicht so ein Schild wie damals im Film. Damals parkte vor diesem Schuppen das Auto von Doc Brown. Auch das ist heute hier nicht mehr zu sehen. Aber was wir hier sehen, ist, dass die Einfahrt offenbar immer noch exakt dieselbe ist. Die war auch damals schon so backsteinartig gepflastert. Ja, das ist auch heute noch so. Und in dieser Szene sehen wir dann auch noch einmal Marty, wie er auf das Haus von Doc Brown zuläuft. Und ja, das wurde von hier gefilmt. Wir sehen, der Busch ist immer noch da. Ist es derselbe Busch? Ich glaube nicht, oder? Der sieht anders aus, ja. Aber was noch da ist, ist der Gehweg und der ist auch immer noch exakt so gepflastert wie damals. Also hier hat sich wirklich erstaunlich wenig geändert. Zurück in einem sehr, sehr ruhigen Wohnviertel von Los Angeles. Hier sollten wir das nächste berühmte Wohnhaus finden. Das Haus von Lorraine und mit ein bisschen Glück vielleicht sogar den Baum, wo ihr zukünftiger Mann und Martys Vater drauf sitzt, um sie zu bespannen durch das Fenster. Ja, das muss sich hier in dieser Straße befinden. Schauen wir mal. Und da ist er. George McFly sitzt auf seinem Baum und schaut mit einem Fernglas durch das Fenster von Lorraine. Und das hier ist das berühmte Haus. Und wieder einmal stellen wir fest, dass sich erstaunlich wenig geändert hat hier. Das Haus ist heute so ein kleines bisschen dunkler, so ein bisschen ja, grün-grau, würde ich sagen. In der Vergangenheit, vor 37 Jahren im Film, war das Haus ja noch eher weiß. Wir sehen, der Baum rechts vor dem Fenster ist auch heute noch da. Und wir sehen, dass heute die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Hauses ganz offensichtlich ein Faible haben für Blumen und Blumentöpfe, denn da stehen eine ganze Menge von denen rum. Interessant ist allerdings auch, dass das Zimmer von Lorraine offenbar heute nicht mehr als Schlafzimmer genutzt wird, sondern schaut mal da, man kann es ganz leicht erkennen durch die Fenster, als Rumpelkammer. Da steht allerhand Zeug vor dem Fenster. Ja, und die Leute, die hier wohnen, geben offenbar auch überhaupt keinen darauf, dass hier hin und wieder mal begeisterte Back to the Future Fans kommen und durch dieses Fenster gucken wollen. Ist auch ein Statement, würde ich sagen. Ja, aber das ist es. Das ist das berühmte Haus von Lorraine. Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße finden wir dann einen großen Baum, auf dem offenbar damals George saß. Ja, ob das jetzt wirklich exakt dieser Baum hier gewesen ist, das kann ich nicht so richtig nachprüfen. Aber ich sag mal so, man hätte hier auf diesem linken Ast, da hätte man das schon filmen können. Das ist kein Problem. Im Film, ja, wurde die Kamera offenbar so ein bisschen geneigt. Ne? Der Ast sieht ja wirklich so aus, als würde er quasi einmal quer über die Straße hängen. Das ist hier natürlich in der Realität nicht so. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dieser linke Ast der Ast gewesen sein könnte. George McFly stürzt mit seinem Fernglas auf die Straße. Ja, und das ist ungefähr von hier gefilmt worden. So sieht die Straße in der Realität aus. Marty sieht, was passiert ist und steht dabei vor diesem Haus hier.
Wunderschön. Hier war es tatsächlich ein kleines bisschen tricky. Hier musste ich wirklich mal erstmal gucken, welches Haus das denn jetzt hier gewesen ist. Ich stand auch erstmal auf der anderen Seite, also irgendwie ein bisschen kompliziert. Aber jetzt habe ich mich festgelegt, das hier ist definitiv das Haus. Wir sehen nämlich rechts daneben so ein, ja, wie nennt man das? So eine Durchfahrt. Scheint so, als sei die auch damals schon da gewesen. Schaut mal, da steht ein wunderschöner Oldtimer unter dieser Durchfahrt, die damals auch übrigens noch mit Efeu bewachsen ist, so wie es aussieht. Wir sehen, das Haus war auch damals ein kleines bisschen mehr im Grünen als heute. Da ist so ein Busch direkt rechts vor dem Fenster, der ist heute nicht mehr da. Und ansonsten sehen wir, dass das Haus ganz offensichtlich über die Jahre mal renoviert worden ist. Die Fassade ist definitiv neu eingestrichen worden. Es hat eine neue Eingangstür, die heute braun ist. Die war damals im Film noch so weiß mit so kleinen Fenstern oben. Das ist heute nicht mehr so. An der Mauer, links an diesem Pfeiler zum Beispiel, können wir aber sehen, dass das dieses Haus gewesen ist damals. Marty kommt seinem Vater, seinem zukünftigen Vater, zur Hilfe und das wurde von hier gefilmt. Hier sehen wir dann auch nochmal das Haus ein bisschen besser im Hintergrund. Wir sehen rechts eben diese Einfahrt, die ich eben schon erwähnt habe, die damals von Efeu bewachsen war. Wir sehen aber auch, dass der Baum auf der linken Seite, dieser wunderschöne, große, stattliche Baum, auch heute noch da ist. Er ist sogar noch ein kleines bisschen größer geworden. Schaut mal da. Ja, und auch in dieser Szene sieht man nochmal ganz deutlich, wie trocken das hier aktuell ist in Kalifornien. Damals hier alles wirklich wunderbar grün, ganz im Gegensatz zu heute. Hier noch zwei Szenen, wie Marty auf den Baum zuläuft. Er kommt ja aus so einer Hecke herausgesprintet und läuft dann an diesen Häusern hier vorbei. Dieser Frame hier wurde zum Beispiel von hier gefilmt. Da sehen wir auch immer noch das Haus im Hintergrund. Das ist immer noch da. Heute gelb gestrichen anstatt weiß. Ja, und völlig unsicher bin ich mir leider bei dieser Szene hier. Das ist die erste Szene, die wir überhaupt in dieser Szene sehen, wo Marty aus der Hecke herausgeschossen kommt. Es könnte diese Hecke gewesen sein, die heute ganz offensichtlich deutlich kleiner ist, als das damals noch der Fall gewesen ist. Ja, es ist leider nicht so richtig zu erkennen, wo diese Szene gefilmt worden ist. Auch die Bäume auf der linken Seite sehen irgendwie ein bisschen anders aus. Die Bäume da hinten, die hängen aber so ein bisschen über den Gehweg drüber, rechts. Das sieht man auch so ein bisschen leicht im Film, auch wenn sie irgendwie ganz anders aussehen. Also das könnte schon sein, dass das hier der Gehweg gewesen ist und dass das hier die Hecke gewesen ist, wo diese Szene damals gefilmt worden ist. Der nächste Drehort war ein kleines bisschen kompliziert zu finden. Es handelt sich, wie ihr schon seht, um den Parkplatz, wo Marty seine allererste Zeitreise unternimmt. Es war nicht so schwierig, den Parkplatz an sich zu finden, aber die richtige Stelle, wo all das gefilmt worden ist, ihr seht hier hinter mir eine riesige Mall, ein riesiges Gebäude, was ihr auch im Film seht. Die Frage ist, an welcher Seite dieses Gebäudes wurden diese Szenen gedreht? Und ich habe mich jetzt einfach mal festgelegt, ich hoffe, ich bin hier richtig, und zwar auf der Südseite dieses Gebäudes. Ja, ihr könnt ja ein bisschen miträtseln. Mal gucken, ob wir wirklich richtig stehen, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja, ich würde sagen, wir stehen total richtig hier, an diesem historischen Ort, an der Twin Pines Mall, die in der Realität aber gar nicht Twin Pines Mall heißt, sondern Puente Hills Mall, wie wir hinten im Hintergrund über dem Eingangsbereich dieser Mall sehen. Ich war erst etwas irritiert wegen dieses Gebäudes auf der rechten Seite. Das ist ja im Film so rot, ja fast schon so ein bisschen rot-lila irgendwie gestrichen. Und das sieht in der Realität doch irgendwie ganz anders aus. Also nicht nur wegen der Farbe, heute ist es orange. Es sieht auch irgendwie größer aus. Im Film sieht man irgendwie diesen oberen Bereich dieses Gebäudes nicht. Hier in der Realität hat es oben nochmal so einen orangenen, ja, Überbau. Ja, das sieht man im Film nicht. Außerdem sieht es im Film irgendwie deutlich schmaler aus. Also der Eingangsbereich sieht schmaler aus als hier in der Realität, wie man hier sieht. Ja, deswegen war ich erst total verwirrt und dachte, ich stehe hier vielleicht einfach an der falschen Seite dieses Gebäudes. Aber ja, ich bin dann mal drumherum gefahren und auf der anderen Seite gibt es so ein Gebäude wie da rechts. In der Form nicht. Also das muss schon hier auf diesem Südparkplatz gedreht worden sein. Und der Grund, warum dieses Gebäude da rechts doch irgendwie ein bisschen anders aussieht, das scheint einfach tatsächlich eine optische Täuschung zu sein. Zum Beispiel, weil der Himmel dunkel ist oder einfach wegen der Kameraeinstellung oder so. Aber das hier muss der
genaue Drehort gewesen sein. Was wir auch sehen, ist, dass sich die Geschäfte generell hinten in diesem Gebäudekomplex geändert haben. Wir haben jetzt rechts ein Fitnessstudio, 24 Stunden Fitness. Wir haben links daneben ein Bekleidungsgeschäft, was hier im Film auch damals so nicht ausgeschildert war. Und wie gesagt, ja, die Twin Pines Mall ist in Wirklichkeit die Puente Hills Mall. Auch da hat sich natürlich das Schild geändert. Der Parkplatz ist auch irgendwie ganz interessant. Da rechts stand damals der Lastwagen von Doc Brown, links so eine kleine Hütte. Dieses große Schild Twin Pines Mall hat man hier natürlich damals aufgestellt. Ansonsten fällt auf, dass hier sehr viele kleine Bäumchen um diese Gebäude drumherum sind im Film. Heute stehen hier dafür sehr viele große Palmen. Auch da hat sich ganz offensichtlich ein bisschen was geändert. Ja, aber ist schon irgendwie faszinierend, oder? Wir wagen uns ein paar Schritte nach vorne und hier sehen wir dann auch ganz gut in dieser Szene ein bisschen aus der Nähe, dass das schon ganz gut passt hier mit dem Gebäude auf der rechten Seite. Im Film sehen wir mehrfach sehr groß und prominent den Namen JCPenney. Dabei handelt es sich nicht um ein fiktives Geschäft, sondern um eine echte US-amerikanische Einzelhandelskette, auch sehr traditionsreich, wurde schon 1902 gegründet von James Cash Penney und William Henry McManus. Allerdings musste dieses Unternehmen 2020 in der Corona-Pandemie Insolvenz anmelden und wurde dann schließlich für $800 Millionen an einen neuen Investor verkauft. Hier an diesem Standort befindet sich heute, wie wir bereits gelernt haben, ein Fitnessstudio. Wir sehen auch hier auf der rechten Seite hat sich ein bisschen was irgendwie an diesem Gebäude geändert. Da ist jetzt so ein Überdach irgendwie. Ich weiß nicht, was da drin ist. Keine Ahnung, vielleicht Einkaufswagen oder irgendwie sowas. Das war damals noch so ein kleines bisschen anders. Wir sehen auch hier nochmal, dass sich die Botanik ein kleines bisschen geändert hat. Ein paar von diesen kleinen Bäumchen sind heute noch da. Andere sind verschwunden, dafür relativ viele Palmen. Und diese Laterne, diese einsame Laterne links neben dem Eingang des früheren JCPenney mit diesen runden Leuchten, die war damals da und die ist tatsächlich auch heute noch da. Hier sehen wir Doc Brown und den berühmten Supermarkt im Hintergrund. Auch hier sehen wir, dass die Laterne immer noch da ist auf der rechten Seite. Und die Bäume auf der rechten Seite sind heute deutlich größer geworden, als das noch damals vor 37 Jahren im Film gewesen ist. Diese Szene hier wurde aus dieser Perspektive gedreht. Wir sehen hier auf der linken Seite nochmal ein Gebäude, vor dem heute ebenfalls große Palmen stehen, die damals ganz offensichtlich noch nicht da waren. Dieses Gebäude hat keinen Schriftzug. Es ist ein undefinierbares Irgendwas, was aber offenbar auch irgendwie zur Puente Hills Mall irgendwie dazugehört. Ja, der größte Unterschied ist allerdings, dass hier heute auf diesem Parkplatz sehr viel mehr Autos stehen. Also so eine Zeitreise mit so einer Raserei wäre hier heute wohl nicht mehr möglich. Übrigens auch unfassbar geil, diese Videokamera, die Marty da hat. Ich stehe hier mit einem iPhone rum und filme das Ganze hier für euch. Ja, ist schon irgendwie faszinierend, was sich in den letzten Jahrzehnten so getan hat. Ja, der Vollständigkeit halber hier nochmal eine Szene aus dieser Perspektive. Auch hier können wir nochmal ganz gut sehen, das ehemalige JCPenney-Gebäude im Hintergrund, was heute so aussieht. Und hier die wilde Verfolgungsjagd. Auch hier spielt das JCPenney-Gebäude im Hintergrund eine große Rolle. Hier sehen wir auch, dass da irgendwie so Pömpel oder irgendwie sowas waren, so eine Absperrung auf dem Boden dieses Parkplatzes. Die scheint heute irgendwie nicht mehr da zu sein. Also auf dem Boden hier sind heute keine Pömpel mehr zu sehen. Und diese Szene hier, die gibt mir ein paar Rätsel auf, denn dieses Gebäude hier im Hintergrund, das ist hier heute in der Form nicht mehr zu finden. Es muss aber irgendwie von hier gedreht worden sein. Es passt mit den Parkplätzen überein. Es passt auch mit diesen Bäumchen da auf der rechten Seite und diesem leichten Wall stimmt das irgendwie überein. Und vor allem steht hier auch der Truck von Doc Brown auf der linken Seite. Den haben wir ja eben schon in der anderen Szene gesehen, aus einer anderen Perspektive. Deswegen muss das hier schon der Hintergrund sein. Nur offenbar hat man da hinten irgendwas an dem Gebäude gemacht. Dieser Eingangsbereich, den man hier sieht, der ist da nicht mehr zu sehen. Möglicherweise hat man das sogar abgerissen und da was ganz Neues hingebaut. Ja, Fragen über Fragen. Aber mit ziemlicher Sicherheit ist diese Szene aus dieser Perspektive hier gedreht worden. Ja, und dann bin ich übrigens nochmal in diese Twin Pines Mall oder Puente Hills Mall reingegangen. Eigentlich nur, weil ich pullern musste. Dabei habe ich allerdings ein paar interessante Entdeckungen gemacht. Zum einen ist diese Mall das wohl traurigste Shopping Center, was ich in meinem ganzen Leben
jemals gesehen habe. Also es gibt hier einen großen Platz in der Mitte, da gibt es ein bisschen was zu essen. Das ist der einzige Ort, wo hier ein kleines bisschen was los ist. Ansonsten, die allermeisten Geschäfte in diesem Gebäude stehen leer. Es ist wirklich ganz traurig, hier ist nichts los. Was ich dann aber entdeckt habe, in einer ganz unscheinbaren Ecke, völlig versteckt und von kaum jemandem beachtet, dieses Schild hier. Geil, oder? Ich weiß nicht, ob es das Original ist oder eine Nachbildung. Ich vermute eher Letzteres. Aber hier in so einer kleinen Ecke hat man das Schild der damaligen aus dem Film bekannten Twin Pines Mall aufgestellt. Aber selbst das ist heute schon ein kleines bisschen in die Jahre gekommen. Hier steht nämlich nicht mehr Twin Pines Mall, sondern Twin Pines Mill. Aber gut, das ist sie also. Die berühmte Mall aus dem Film Zurück in die Zukunft. Freunde, wir sind an einem Ort angekommen, wo ich eigentlich mein ganzes Leben lang nie wieder hin wollte, an der Schule. In diesem Fall mache ich aber eine Ausnahme, denn es handelt sich um die Hill Valley High School, die in der Realität Whittier Union High School heißt. Und da ist sie. Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, warum ich so doof vor dem Zaun dieses Schulgeländes stehe, ja, leider war bei meinem Besuch hier schon Schule aus. Ja, leider konnte ich da nicht mehr auf das Gelände drauf, da war alles zu und dicht und verrammelt und auch leider niemand, der mich hätte reinlassen können. Das ist aber offenbar an anderen Tagen, wenn man Glück hat, anders. Ganz offensichtlich kann man dieses Schulgelände normalerweise betreten und nicht nur das, man kommt theoretisch sogar auch in das Schulgebäude rein, wo es auch immer noch so aussieht wie im Film, denn diese Szenen wurden nicht irgendwo in einem Studio oder so gedreht, sondern tatsächlich auch in den Gängen dieses Schulgebäudes. Das bleibt uns jetzt heute leider verwehrt. Wir können aber trotzdem einen kurzen Blick auf dieses Gebäude von außen werfen. Und da sehen wir auch, dass sich hier gar nicht so wahnsinnig viel verändert hat. Im Film wurde dieses Gebäude ja in unterschiedlichen Versionen gezeigt. Ne? Manchmal war es ein bisschen abgeranzt in den 80ern, 1955 wiederum war es dann so ein bisschen schöner. Wir sehen zum Beispiel hier in einer Szene, dass da so Graffitis hingemalt wurden am Eingangsbereich dieser Schule mit so einem abgeranzten Gitter. Das scheint hier heute alles in der Form nicht mehr zu existieren. Also Graffitis sowieso nicht. Das sieht alles total top modern und wunderschön aus. Da ist auch so eine merkwürdige Tonne. Seht ihr das da in der Filmszene? Was soll die denn da überhaupt? Das sieht ja ganz, ganz furchtbar aus. Ja, das gibt's hier heute alles überhaupt nicht. Vor dieser Schultür stehen auch keine Fahrräder, auch wenn jetzt gerade Schule aus ist. Ich glaube, die stehen da auch sonst nicht rum. In der Filmszene sehen wir auch so zwei Laternen rechts und links neben dem Eingangsbereich. Auch die existieren nicht. Auch da stellt sich natürlich die Frage, waren die überhaupt jemals da oder hat man die da halt eben für den Film hingestellt, um das Gebäude halt aussehen zu lassen wie 1955. Wer weiß das schon? Und was wir sehen ist, dass dieses Gebäude ganz offensichtlich auch zwischendurch mal einen etwas weißeren Anstrich bekommen hat. Im Film sieht das alles so ein kleines bisschen bräunlich abgeranzt aus. Ja. Selbstverständlich hat man auch dieses Schild da oben natürlich geändert. Aus der Whittier High School wurde die Hill Valley High School im Film. Was nicht geändert wurde, ist das Administrations Schild, was über der Tür hängt. Das hat damals schon existiert und das existiert auch heute noch. Kleiner Funfact vielleicht noch, die Whittier High School ist nicht nur wegen Zurück in die Zukunft berühmt, sondern auch, weil sie einen ganz berühmten Schüler hatte. 1930, um genau zu sein, machte hier Richard Nixon seinen Abschluss. Der wurde später bekanntermaßen der 37. Präsident der Vereinigten Staaten. Freunde, ich bin in der absoluten Pampa angekommen und es ist mal wieder 39 Grad. Was tut man nicht alles für eine vollständige Drehorttour? Und nicht nur das, ich werde jetzt in diesem Moment auch noch etwas Illegales tun. So, ich befinde mich nämlich jetzt auf einer Privatstraße und da steht ein dickes Schild, man soll hier bitte nicht herlaufen.
Ich mache es jetzt aber trotzdem. Ich muss es tun. Denn wir sind jetzt hier gelandet im Jahr 1955. Genauer gesagt am Eingangsbereich von Martys Wohnviertel, das im Jahr 1955 noch nicht gebaut worden ist. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, im Film gibt es diese zwei großen Pömpel, auf denen Line Estates steht. Und diese Szene, wo Marty ankommt mit dem DeLorean, aus der Zeit gefallen. Ja, diese Szenen wurden hier auf dieser Straße mitten in der Pampa gedreht. Alter, guckt euch das mal an, wie das hier aussieht. Das ist hier wirklich, also wenn ich jetzt hier sterbe, hier findet mich niemand. Da sind schon so Raben, die nur darauf warten, dass ich hier sterbe. Das ist wirklich ein bisschen creepy hier. Zurück in die Zukunft ist eigentlich gar kein Horrorfilm, aber diese Straße hier ist total creepy. Ich weiß auch gar nicht, was das sein soll und warum das hier alles so verlassen ist. Ja, um das Rätsel mal zu lüften, das hier ist ganz offensichtlich die Einfahrt zu einem Modellflugplatz. Und auch wenn das hier in der Prärie nicht so aussieht, ganz in der Nähe befindet sich zudem ein See und auch ein Wohnmobilstellplatz. Und, das fand ich ganz besonders interessant, irgendwie auch ein bisschen beängstigend, ein Frauenknast ist hier ganz in der Nähe. Also wenn man hier hinfährt, fährt man wirklich an ganz skurrilen Gebäuden vorbei, komplett eingezäunte Gelände und man fragt sich die ganze Zeit, was ist hier los und wo bin ich hier gelandet? Gut, aber ja, wir wissen natürlich, wo wir gelandet sind, am berühmten Drehort von Zurück in die Zukunft. Und das hier ist eine der ersten Szenen, die wir aus dem Film kennen. Marty kommt in seinem zukünftigen Wohngebiet an, Hill Valley 2 Miles. Ja, und das wurde ungefähr von hier gedreht. Warum wissen wir das? Ja, weil im Hintergrund dieses, wie nennt man das? Ist das ein Wasserturm oder ein Silo oder irgendwie sowas? Der befindet sich auf jeden Fall ungefähr so auf der Höhe, wo dieser Frauenknast ist, interessanterweise. Ja, und diesen Wasserturm, den sieht man tatsächlich auch im Film. Wenn ihr mal ganz genau hinguckt, schaut mal da. Da sieht man den im Hintergrund. Was man auch im Film sieht, ist, dass das Ganze hier damals wohl sehr viel grüner war, als das heute der Fall ist. Da war nicht so eine Steppe zu sehen, wie hier heute. Wir haben heute hier auf der rechten Seite Maisanbau und auf der linken Seite auch nicht mehr so eine total grüne Wiese, wie das damals noch der Fall gewesen ist. Da ist auch ein Feld, wo einfach nur Sand liegt. Ja, Sand und sonst überhaupt gar nichts. Sieht nicht nach Hill Valley aus, sieht nach Steppe Valley aus, eher. Wir sehen auch, dass die Strommasten früher noch gar nicht existiert haben. Also es scheint hier heute irgendwo ein kleines bisschen Zivilisation zu sein, sonst wären diese Strommasten nicht da. Was im Umkehrschluss allerdings auch bedeutet, dass man hier heute eigentlich nicht mehr diese Szene drehen könnte, die das Jahr 1955 darstellen sollte. Denn damals, bekanntermaßen, ist das ja hier das Wohngebiet von Marty, was noch gar nicht gebaut worden ist. Und dementsprechend dürfte es dann hier auch 1955 noch gar keine Strommasten gegeben haben. Und was wir natürlich hier auch sehen, ist, dass die Straße damals eine Mittellinie hatte. Das ist heute auch nicht mehr der Fall. Keine Ahnung, ich frage mich wirklich, ob das hier damals vielleicht sogar eine etwas mehr befahrene Straße war, als das heute der Fall ist. Also heute ist hier wirklich kein Mensch. Hier ist wirklich absolut, absolut niemand. Achso, eine Sache übrigens auch noch ganz interessant. Hier sieht man im Hintergrund so eine Gebirgskette in der Realität. Im Film sieht man die überhaupt gar nicht. Möglicherweise, weil das im Film total diesig war. Schaut mal da, wie grau der Himmel da oben aussieht. Vielleicht hat man es auch einfach wegretuschiert. Keine Ahnung. Aber in Wirklichkeit gibt es hier so eine Bergkette am Horizont. Zeit für den Gegenschuss, der nicht minder spannend ist. Das wurde alles von ungefähr hier gefilmt und das können wir erkennen an diesem Waldgebiet, was dort hinten zu sehen ist. Das existiert nämlich auch heute noch. Das geht so links über die Wiese drüber. Wir erkennen im Hintergrund die großen Berge. Hier in dieser Szene sind sie tatsächlich zu sehen. Und wir erkennen auch hier nochmal, damals im Film, vor 37 Jahren, war links auf der linken Seite wirklich eine durchgängige grün bewachsene Wiese. Heute hier zum einen Maisanbau, zum anderen dahinter dann wirklich ein unbepflanzter Acker und sehr viel Dürre und Steppe und trockenes Gras. Der DeLorean parkt quer auf der Straße, hier vielleicht nicht ganz uninteressant, dieser Zaun da auf der rechten Seite, könnte vielleicht sogar noch derselbe sein wie heute, da gucken so ein paar Pöller raus, die ja diesem Zaun da rechts
nicht ganz unähnlich sehen, sagen wir mal so. Auf der linken Seite allerdings hat man so ein unfassbar hässliches Absperrgitter aufgestellt. Da ist nichts mehr mit einem schönen Zaun. Ja, und eine Pylone. Mein Gott, was für ein merkwürdiger Ort, oder? Irgendwie, also was hier auch für ein Schrott rumliegt. Ja, keine Ahnung. Hier Marty vor seinem DeLorean und das wurde ungefähr irgendwie von hier gefilmt. Aus der Wiese ist inzwischen irgendwie so ein, was ist das? Sieht mir aus fast wie so ein Racing-Parcours oder irgendwie sowas, aber keine Ahnung, das wird wahrscheinlich einen etwas anderen Nutzen haben. Und dann habe ich, glaube ich, einen kleinen Fail begangen. Denn natürlich wollte ich auch diese Einfahrt hier suchen mit den zwei berühmten Pöllern Line Estates, ja, wo Marty auf sein Wohngebiet blickt, was noch gar nicht gebaut ist. Und ich dachte, das ist von hier gefilmt worden. Aber als ich dann hinterher wieder weggefahren bin, da war mir relativ klar, nee. Das kann es nicht gewesen sein. Sieht zwar ähnlich aus, aber irgendwie ist es das nicht. Das ist es nicht. Da fehlt irgendwie ein Tor oder irgendwie sowas und die Straße geht auch mehr so links rein und irgendwie nicht bis zum Horizont da, ne? Also irgendwie ist es das nicht. Und ich glaube, ich habe einen Fehler begangen. Und zwar stand ich hier vor dieser Einfahrt hier und ich hätte aber eigentlich noch ein paar Meter weiterlaufen müssen und zwar da, zu dieser Einfahrt. Ich glaube, das wäre die richtige Stelle gewesen, wo diese Szene Line Estates gedreht worden ist. Ich hab's vergeigt, tut mir wahnsinnig leid, sorry, wollte ich nicht. Aber ich sag mal so, ich stand hier auch bei 40 Grad im Schatten, mitten in der Hitze auf dem Asphalt. Da kann es einem schon mal die Birne vernebeln. Gut, aber alle anderen Szenen haben wir ja so in etwa zumindest gefunden. Und ich würde sagen, jetzt ist es auch Zeit, aus der brüllenden Hitze zu verschwinden und zurück in die Zukunft zu fahren. Nein, nicht ganz. Zurück ins Hotelzimmer zu fahren. Ins klimatisierte Hotelzimmer. So Leute, ich bin zurück im Hotelzimmer. Das war meine Drehorttour zu Zurück in die Zukunft. Meine zweite Drehorttour aus Los Angeles und meine zweite Drehorttour bei 40 Grad im Schatten. Da kommt auch schon die Polizei, hört ihr das? Ja, es ist auf jeden Fall was völlig anderes, so eine Drehorttour bei solchen Temperaturen zu machen. Normalerweise lasse ich mich ja gerne vor Ort auch nochmal so ein bisschen auf diese Drehorte ein und gucke dann da so ein bisschen rum und so und laufe dann da mal nach oben und nach unten und die Straße rauf und runter. Das ist bei diesen Temperaturen praktisch gar nicht möglich, weil man es maximal so 10 Minuten da aushält und dann muss man auch wirklich langsam zurück ins Auto und die Klimaanlage aufs Maximum drehen, weil man sonst einfach, ja, fast da umfällt. Ist ein bisschen schade, aber ich habe ja alles auf Video, von daher alles nicht so schlimm, das ist ja das Wichtigste. So, genug gejammert, das war meine Drehorttour zu Zurück in die Zukunft und das war noch nicht meine letzte Drehorttour aus Los Angeles. Eine habe ich noch aus dieser schönen Stadt und welchen Drehort wir das nächste Mal besuchen, ja, das erfahrt ihr natürlich, wenn ihr diesen Kanal abonniert und die Glocke drückt, denn dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ihr könnt mich natürlich auch bei meiner Arbeit ein bisschen unterstützen, wenn ihr denn wollt, zum Beispiel indem ihr Patreon werdet oder Kanalmitglied hier auf YouTube, dann gibt es auch immer ein bisschen exklusive Inhalte, zum Beispiel auch die Adressen der Drehorte, falls ihr die Orte selber mal besuchen wollt, und neue Videos vor allen anderen. Also vielleicht ist das was für euch, checkt das doch mal aus. Das war's jetzt aber für heute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zurück aus Los Angeles. Ich sag tschüss und bis zur nächsten Reise.